So, Hallihallöchen, Hänsel bitte hier. Mit Schiff im Gepäck geht es weiter. Aber ich glaube, wir müssen von dem Hafen ablegen. Ja. Super, wir können jetzt rumschippern. Wir könnten nochmal zum nächsten Turm. Die Nixen haben gesagt, wir sollen nach Süden. Boah, wo will ich als erstes hin? Eigentlich sogar zur Sahara. Aber ich schippe einmal eher lieber hier die Küste lang und schau, ob es hier vielleicht doch einen Steg gibt oder sonst was. Hier wäre Seeheim. Hier könnten wir. Hier wäre dann storymäßig alles weiter. Das Tolle ist ja, wir können auch gleich durch dieses dunkel gefärbte Wasser. Das haben manchmal in Videospielen auch so, ja, okay, du kannst jetzt erstmal fahren, aber halt dich erstmal in seichtem Wasser. So, das Grönland, da ist aber soweit alles eigentlich erfüllt. Gut, Stege gibt es halt leider doch relativ wenig. Aber wir können ganz gut durchmanövrieren. Hier ist ein einzelnes Haus oben. Und ich glaube, in dem Gebiet waren wir auch noch nicht. Ansonsten in Grönland weiß ich gar nicht, ob wir anlegen können, weil die Menschen müssen ja einen Steg gebaut haben. Nee, da sind auch so Stacheln. Also, ja, einfach Gesteine. Na gut. Schleppern wir mal weiter. Alaska. Ja, so ganz im Norden hat es nichts. Also ich glaube, es wird auch kein versteckter Ort hier sein, der nicht auf der Weltkarte angezeigt wird. Hier könnten wir anlegen. In Nordamerika, wie es aussieht. Zwitscherpiep. Oh Gott. Okay, wir können jetzt auch an irgendeinen random Ort gebracht werden. Ich wollte ja eigentlich nur zur Sahara, ne? Sind die Nomaden nochmal umgezogen? Nee, wer bist du? Ich erforsche die Zugvögel. Diese Vögel nehmen verschiedene Flugrouten, zum Beispiel Alaska und Australien, Nordamerika und Imbecilia. Nordamerika, Savanna, da, da, da. Vögel sind faszinierend. Ich wünschte, ich hätte einen Vogel. Hast du, mein Freund, hast du. Okay. Bist du dieser Doktor, der Verschwundene? Nee, der war ja anscheinend wahnsinnig. Aber gut, vielleicht ist er wahnsinnig. Vielleicht mutiert er sich noch zum Vogel. Ich will ehrlich gesagt den Wald gar nicht auf dem Gebiet absuchen. Das ist mir zu viel. Ach, schade, das war's auch schon. Mal Nordamerika, so eine große Fläche und dann mit relativ wenig. Gut, du bringst uns nach Imbecilia oder so? Zwitscherfiep? Ja. Wir gucken uns eine Flugroute an, die andere werde ich skippen. Australien. Oh boy. Also, ah, wir haben hier aber auch einen Steg. Oh. Ach nee, als ob das jetzt echt noch ein. Warum? Warum diese versteckten Gebiete? Geld. Naja. Da hätte man jetzt nichts Großes verpasst, glücklicherweise. Also ich finde es ja okay, wenn es so ein ganz kleines Gebäude ist. Hier ist es auch noch okay.
als Einzeldinger super. Ja, okay, nee, ist es nicht. Das ist schon sehr groß, komplex und alles durcheinander. Wenn es so einzelne Waldabschnitte sind, ja, dann könnte man mal überlegen. Gut, ich will hin. Also, wir könnten hier in ein Dorf rein. Ja. Welche Ranke führt zum Glück? Ja, ganz kurz vor knapp wird eine aufhören, oder? Ey. Hui, hui, hui. Ups. Was ist denn da passiert? Oi. Glücklicherweise haben wir ganz schnell die richtige Ranke gefunden. Talelixier und Geld. Nice. Ups, 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 ups. Schöne Sache. Ja, hier missbrauche ich mal die Macht des Emulators. Odemfels, weil das ist halt auch zum Zuschauen super langweilig, wenn man die ganze Zeit nur eine Ranke hochkraxelt. Reicht die bis ganz oben? Ja. Die Steine kann man nicht aufheben. Aha. Also, schöne Aussicht, ja. Aber sonst... Danke. Dann haben wir noch die Stadt. Goldküste. Ah, die brauchen wir im Städteguide. Moment, dann machen wir auch auf jeden Fall ein Foto. Ja, wir haben ein Foto gemacht. Und... Ah, also wir müssen hier was abgeben. Ich werde die Stadt verlassen, wenn noch mehr Touristen kommen. Wir müssen hier was abgeben, das haben wir aber noch nicht. Und... Wir müssen was abholen. Geschenkshop. Ach, süß. Wenn ich kaufe, blieb raus, Mann. Eine neue Waffe, die aber doch leider schwächer ist. Was bist du? Hebt ein Fluch auf. Ja, nehmen wir auch. Alles, was uns schützt. Was bist du? Die Sonne tut gut. Himmel. Ja, die Sonne ist im Himmel. Kokosmilch, Mann, nur 10 Geld. Willst du? Hm, lecker. Ja, ist ganz wunderbar. Wir supporten einfach den lokalen Markt, in dem wir alles kaufen. Ja, wieder so ein Gasthaus. Hi, schön, dass du mein Hotel bist. Gefällt es hier? Niemand kommt hierher, deswegen würde ich nur 5 Taler. Bleibst du? Ach nee. Oh, schade, Mann. Wir können trotzdem in die Zimmer. Schön hier. Aber mit jemand anderem. Ich kam mit dem Schiff aus Ahola. Es war eine tolle Reise. Ich schweige wie ein Grab. Ihr habt Wasser mal aufgemacht, oder was? Ich mische mich da nicht ein, Leute. Aber das sieht richtig krass eingerichtet aus. Also nur 5 Taler. Ja, so eine Kokosmilch kostet das Doppelte. Wollte ich mal sagen. Okay, das Touristencenter haben wir wieder. Hey, wie sie fotografierst du? Darf ich sie sehen? Lawyer. Ahola weitergeben. Ah, wie schön, nicht wahr? Dann können alle Leute sehen, wie schön es da ist. Seeheim. Das können alles Leute. Sag uns, wenn du nette Dörfer und Städte findest. Theoretisch ist das alles, was wir auch wirklich abfotografieren müssen. Also. Wir haben zwar auch Neo Tokyo fotografiert. Aber sie will das ja nicht. Sie will nur
Bloß da und nicht das von der Goldküste. Obwohl wir Fotos haben. Entschuldige, aber du hast noch nicht bezahlt. Bei uns gibt es Krabbenbrote. Ja. Ich nehme das da. Dankeschön. Ach, ist cool. Können wir alle? Ist so viel, wie du möchtest. Wow. Ja, ich hätte gern noch mehr. Okay, nee. Witzig. Oh, ein Kristall. Selten nur bekommen wir Besuch. Das Dorf ist schwer erreichbar. Ja, es gibt hier viele Attraktionen. Das Essen ist gut, die Koalas sind süß. Dennoch haben wir kaum Besucher. Ich frage mich, warum. Ihr seid halt im Arsch der Welt. Ne, sorry. Wir machen uns täglich Gedanken, wie man die Stadt bekannter macht. Auch den Schiffsreisenden wird das Dorf gefallen. Da oben ist auch was. Koala, worüber reden die Leute den ganzen Tag? Mir wäre es lieber, wenn nicht so viele Fremde herkommen würden. Also, ja, Australien hat ein bisschen Fremdenhass. Ich weiß nicht, wie man da rankommt. Keine Ahnung. Geht's nach oben noch weiter? Ja, zu einer Farm. Ah, dann wird es da das Filet geben, was wir holen müssen. Von der Goldküste aus findest du den Odem-Fels im Westen. Man sagt ein Dort sagte ein Wissenschaftler, er erforscht das Ende der Welt. Ach, vielleicht wird dann später so ein Wissenschaftler da sein. Merken wir uns einmal. Und ja, gehen nach Norden. Wir waren in jedem Haus. Ach süß, die Koalas in den Palmen. Heinz, hey. Ja, ich heiße Heinz, Mann. Wir kennen uns zwar, aber... Oder gibt es mehrere Heinze? 0%, ja, blöd. Aber wir haben im Touri Center zumindest mal was vorgezeigt. Meine Filets sind die besten der Welt. Ich frage mich, wie ich es der ganzen Welt kundtun kann. Kannst du Werbung machen? Klar, Mann. Probier mal, ein Biss sagt mehr als 1000 Worte. Gib es einem weiter, der das zu würdigen weiß. Genau, und das müssen wir dann in Liberita, dem Feinschmecker, geben. So, dann sind wir aber, glaube ich, auch hier mit Australien fertig. Ach komm, wir segeln mal ganz in den Süden. Oh. Moment, Neuseeland. Aber wie sollen wir da reinkommen? Ja, scheinbar hat es hier einen Eingang. Nee. Ah, okay. Oh super, ein Ort, der nicht mal ein Ort ist. Ein Ort, der nicht mal ein Ort ist und auch keine Gegenstände hat? Ein Kristall. Okay. Passt. Naja, muss man auch besuchen können, ne? Schauen wir mal. Oh Gott, hier ist ja auch so ein Gesteinsding. Südpol. Wo ist der Steak? Gibt's einen? Ja. Ah, es gibt zwei Stege. Aber ich weiß nicht, wie man zum anderen kommt. Ah, okay. Nie hätte ich gedacht, dass es am Südpol so düstere Orte gibt. Seltsam, das sind Grabsteine. Und das hier am Ende der Welt? Ah, das Grab eines Helden. Moment, finden wir hier eins?
Sieht aus wie eine Art Altar. Ich nehme mal das Ding. Ah, kann den Mondstein hoch. Es ist ein Secret Boss. Moment, ich speichere mal. Müssen wir jeden aktivieren? Nee, das geht nicht. Hä? Haben die eine Reihenfolge? Also wenn ich es jetzt einfach so aktiviere, passiert gar nichts. Warum bist du aktiviert? Hä? Also irgendwas ist hier tatsächlich mit dem Mondstein. Aber können wir die auch schieben? Nee. Die haben aber auch das ist was Unsichtbares. Ist es bei jedem Grabstein? Nein, nur bei dem. Hier kann man es auch aktivieren. Ja, jetzt kann ich es immer aktivieren. Warum hast du jetzt... Ach, wenn ich renne, kann ich es nicht aktivieren. Okay. Aber wo ist das Heldengrab? Muss ich jetzt einfach jedes Grab absuchen? Schwierig. Gibt es verschiedene Mondstein-Dinge? Was ist, wenn ich raus und wieder reingehe? Er bleibt aktiviert. Ich kann die Grabsteine auch nicht lesen, also... Okay, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter. Ciao.